Guten Tag, mein Name ist Steffen Meyer. Ich arbeite hier bei der Firma Comtech als Produktmanager für TV One. Ich möchte Ihnen heute das neue universelle programmierbare Tastenfeld von TV One vorstellen, das 1TCL322. Das Tastenfeld hat 15 frei programmierbare Tasten, die mit zweifarbigen LEDs beleuchtet werden können und diese können jeweils von 0 bis 100% gedimmt werden. Es gibt zwei programmierbare Relais, die mit Niederspannung von 0 bis 24 Volt arbeiten. Das Tastenfeld kann entweder über PoE mit Strom versorgt werden oder über ein mitgeliefertes Netzteil. Und Befehle kann ich bis zu 128 Stück in dem Tastenfeld hinterlegen. Die Befehle ermöglichen es mir, über Netzwerk Befehle an andere Geräte zu schicken, die ich über Netzwerk steuern kann. Über 15 programmierbare Makros kann ich bis zu 16 Befehle hinterlegen, sodass auch 15 Befehle nacheinander abgearbeitet werden können, wie zum Beispiel Beamer einschalten, Leinwand herunterfahren, Licht dimmen. Die ganze Konfiguration des Tastenfeldes erfolgt über ein Webinterface und ist somit relativ einfach zu realisieren. Ich möchte Ihnen nun zeigen, wie man dieses Tastenfeld in Betrieb nimmt und einfache Befehle hinterlegen kann. Um das Tastenfeld jetzt in Betrieb zu nehmen, müssen Sie zunächst das Netzwerk anschließen. Sollten Sie kein PoE-fähiges Netzwerk haben, müssen Sie zusätzlich auch das Netzteil anschließen. Damit Sie das Gerät nun finden, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie lesen die Anleitung, dort steht die Default-IP-Adresse drin, welche 192.168.1.50 ist. Sollten Sie die Adresse verstellt haben, gibt es auch die Möglichkeit über ein entsprechendes Tool. Das habe ich hier bereits heruntergeladen, das Gerät zu finden. Dazu öffnen Sie einfach das Tool, klicken hier auf Find Devices on Network und das Produkt wird hier inklusive der MAC-Adresse angezeigt. Um nun auf die Web-Oberfläche zur Konfiguration des Gerätes zu kommen, öffnen wir einen Browser, tippen hier die IP-Adresse ein und sind nun auf der Anmeldeseite des Geräts. Um uns hier anzumelden, müssen wir das Passwort eingeben, beziehungsweise zuerst den Usernamen, welcher Admin ist, und das Passwort ist AdminPW. Dann klicken wir auf Submit und wir werden in das Gerät entsprechend eingeloggt. Hier auf der Oberfläche sehen wir jetzt unsere Knöpfe, die wir auf dem Tastenfeld haben, und es ist bereits eine Grundkonfiguration geladen. Dies ist die Standardkonfiguration für das Tastenfeld. Wir haben hier die Möglichkeit, auf der linken Seite die Hintergrundbeleuchtung entsprechend zu dimmen oder auch den Demo-Mode einzuschalten. Und über diese Knöpfe hier unten können wir die Befehle, die hinter diesen Tasten liegen, zuweisen. Wenn wir nun etwas programmieren möchten, müssen wir zuerst einen Befehl anlegen. Hierzu gehen wir auf den Reiter Command Settings. Hier sind bereits die vordefinierten Befehle hinterlegt. Wir scrollen einmal nach unten, suchen uns ein freies Feld, können natürlich auch die vorhandenen Befehle löschen. Wir möchten jetzt hier aber einfach einen neuen Befehl anlegen, klicken hier einmal auf Edit. Jetzt kann ich hier einen Befehl eingeben, wie mein Befehl heißen soll, zum Beispiel Beamer an, und gebe hier unten entsprechend den Befehl ein. Ich kann hier entweder ASCII-Zeichen eingeben oder auch Hexbefehle eintippen. Um meinen Beamer einzuschalten, verwenden wir den Befehl PWR1 und anschließend muss ich noch ein Carriage Return schicken, das geht über Backslash X0D. Das wäre jetzt mein Power-On-Befehl. Nun sage ich Save. Dann scrolle ich wieder herunter, lege mir noch einen Beamer-Off-Befehl an, der heißt PWR0 Backslash X0D, sage ich Save. Und jetzt kann ich diese zwei Befehle, die ich zugeordnet habe, auch auf einen entsprechenden Knopf legen. Hierzu gehe ich hier auf mein Tastenfeld. Wir nehmen jetzt hier Key 11 und Key 12. Ich klicke einmal hier unten auf diesen kleinen Knopf, kann jetzt diesen Befehl, dieser Taste auch wieder einen Befehl geben, sage, das ist Beamer On. Speichere den Namen ab, klicke wieder hier drauf, sage, füge einen Befehl hier hinzu. Hier sind nun alle Befehle aufgelistet, die bereits angelegt sind. Ich klicke hier auf Beamer an,
habe jetzt hier ein Delay und welches Interface ich verwenden soll. Das Delay muss mindestens 100 Millisekunden sein, das gibt das System vor. Und in diesem Fall möchte ich einen Telnet-Befehl schicken, weil ich muss den Befehl ja an den Projektor schicken. Und hier kann ich dann die IP-Adresse eingeben, die der Projektor hat. In diesem Fall ist er im gleichen Subnetz, dann kann ich 192.168.1.60 eintippen. Hier unten kann ich entsprechend den Port ändern, zum Beispiel auf den Port 5000. Dann speichere ich das ab und nun steht mein Befehl hier drin. Und ich sage jetzt hier Speichern. Dann nehme ich meine zweite Taste, klicke wieder hier drauf, nenne diesen Befehl Beamer Off, einmal abspeichern, klicke hier drauf, füge wieder den Befehl hinzu, Beamer Off, sage, wir haben hier ein Telnet-Kommando, das geht an die 1.60, Port 5000, ups, und sage wiederum Speichern und sage hier Save Changes. Jetzt habe ich hinter diesen zwei Taschen meine zwei Befehle hinterlegt und bin im Prinzip fertig mit meiner Programmierung. Jetzt gibt es aber auch noch die Möglichkeit, die LEDs zu verwenden und sagen, wenn Beamer an ist, soll hier noch das Licht angehen und wenn er aus ist, mache ich es eben wieder aus. Das Tastenfeld arbeitet nur unidirektional, also Feedback kann ich nicht auswerten. Wenn ich jetzt hier das Licht einschalten will, wenn dieser Knopf gedrückt ist, muss ich hier einen zweiten Befehl hinzufügen. Wir haben jetzt hier den Knopf 11 verwendet. Das heißt, wir schalten jetzt hier einfach mal die rote LED 11, die bereits vordefiniert ist, auf 100%. Und das ist in dem Fall ein Sys-Command, denn das muss nicht über das Netzwerk geschickt werden. Das heißt, ich lasse das hier so, sage hier Save-Command und schiebe diesen Befehl vielleicht nach oben. Das heißt, das rote Licht geht an und mein Beamer wird eingeschaltet. Gleichzeitig möchte ich aber, dass auf dem anderen Knopf, auf dem 12er, das Licht ausgeht. Das kann ich dann erreichen, indem ich nochmal einen Befehl hinzufüge und sage rote LED auf 0 bzw. alle roten LEDs aus. Das kann man jetzt so machen, dass alle gelöscht werden, nur einzelne gelöscht werden. Es lassen sich auch mehrere Befehle in eine Zeile schreiben. So, dann habe ich jetzt hier rote LED. Na, andersrum. Der muss nach oben. Zuerst alle roten aus, dann den roten ein und dann schalte ich meinen Beamer an. Dann sage ich hier Save. Damit habe ich meinen einen Knopf fertig programmiert. Das gleiche kann ich jetzt auch mit dem zweiten Knopf machen. Füge einmal den Befehl Rot 13 hinzu und einmal den Befehl alle roten LEDs aus. Schiebe den roten aus nach oben, den hier hin, sage hier wieder Speichern. Und damit habe ich meine zwei Tasten für den Beamer fertig programmiert. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, ob das funktioniert. Hier habe ich mal das Tastenfeld, das ich soeben programmiert habe. Ups, Kamera halten. Und hier habe ich meine Taste für den Beamer an. Den drücke ich mal. Der ist jetzt an. Jetzt drücke ich die Taste, um wieder auszuschalten. Es blinkt kurz und das Gerät ist wieder aus. Und das Ganze geht auch wieder in die andere Richtung. Jo, das war's von meiner kleinen Demo zum Tastenfeld von TV One. Wenn Sie mehr wissen wollen, schauen Sie doch einfach auf unserer Webseite vorbei oder auf der TV One-Seite. Vielen Dank.